Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent-Deck-Schmiede. Heute mal mit dem ersten Deck, was wir quasi im Patch 9.6 ausprobiert haben. Und ihr habt es ja wahrscheinlich gestern im Video vielleicht gesehen. Es sind Vampire. Die Leute wollten mit Vampiren anfangen. Die Leute lieben Vampire. Ich selber mag Vampire eigentlich auch relativ gerne. Und Vampire haben eine wirklich unfassbar gute Karte bekommen. Reach ist wiedergeboren und zieht einer gegnerischen Einheit 3 Punkte. Das heißt 3 Schaden und verbessert sich um 3 Punkte. Und am Ende unserer Runde, wenn eine gegnerische Einheit mit Blutung auf dem Feld liegt, verbessert er sich die Basisstärke. Also er wird nicht geboostet wie Gord. Das heißt, man kann ihn nicht zurücksetzen. Die Basisstärke wird um einen Punkt verbessert. Regis, der Wiedergeborene, ist eine extrem harte Finisher-Karte für Vampire. Weil er kann mal ganz schnell 20 Punkte machen. Selbst in Matchups, wir haben gegen ihn nur Unit-Decks gegen Vampire gespielt. Das werdet ihr auch noch sehen. Selbst in den Matches war Regis über 13 Punkte wert, wenn er ein ziemlich gutes Drain-Ziel hatte. Und in den meisten Fällen, du kannst nicht verhindern, dass Blutung gesetzt werden. Weil selbst nur Unit-Decks werden mit Units gespielt. Das heißt, Regis ist eine ziemlich krasse Finisher-Karte für Vampire. Und das ist das, was Vampire gebraucht haben. Ansonsten, Katakan wurde geändert. Katakan gerät jetzt in den Ikima, hat eine Abklingzeit von 4. Das heißt, wir kriegen einen 3er Ikima und wenn wir eine Blutung bewirken, dann verringert sich die Abklingzeit um 1. Ist ganz nett, weiß noch nicht, was ich von dem so halten soll. 5 Punkte, der wurde relativ häufig weggehauen, ne? Aber selbst an sich konnte er ganz gut Punkte machen. Karten, die noch geändert wurden, Flatterer. Flatterer, superb nach dem Patch. Meeresboote für Vampire, die Karte ist saugefährlich. Und ja, immer wenn wir der gegnerischen Einheit Blutung geben, kriegt er eine Verbesserung, je nachdem wie hoch diese Blutungsmenge war. Das heißt, mit dem Anführer geben wir 3 Blutungen. Das heißt, Flatterer ist direkt 7 Punkte für 6 Provisionen. Für 4 Provisionen, ja moin, 4 Provisionen, Alter, dann wäre die Karte definitiv zu stark. Aber er ist direkt 7 Punkte. 7 Punkte kann man nicht so leicht weghauen und er kann nur einmal pro Runde ausgelöst werden. Das heißt, er hat eine reine Limitierung. Ihr werdet auch sehen, warum. Wir hatten teilweise Spiele, da ist der Flatterer auf 20 Punkte gewandert. Ne? Und stellt euch mal vor, der Zähler wäre nicht da. Dann hätte diese Karte wahrscheinlich 30 bis 40 Punkte hätte machen können. Zähler ist gut. Flatterer ist eine saunice Karte für Vampire geworden. Alp wurde verbessert. Macht mehr Blutung. Ansonsten, ja, wir spielen ein bisschen Hingabe. Was, wie gesagt, ich habe es auch gestern schon erwähnt. Wir haben rumprobiert mit den Vampiren. Wir wollten einfach mal alles, was wirklich an Vampiren geht, reinpacken in dieses Vampir-Deck. Im Endeffekt, okay, man kann tatsächlich Vampire so spielen. Gerade Regis ist super nice für die Vampire, weil er ist der Finisher, den Vampiren immer gefehlt hat. Der Unsichtbare oder Orianer funktionierten immer auf einer langen Runde. Vampire hatten nie einen starken Finisher. Und jetzt hätten wir zum Beispiel noch einen Regis oder vielleicht sogar einen Proto-Flatterer. Wobei Proto-Flatterer ist halt durch Regis deutlich schlechter geworden. Den könnte man auch theoretisch aus den Decks rauspacken, wenn man es will. Kann immer noch eine ganz nette Karte sein, aber man muss sie nicht unbedingt spielen. Vampire gefallen mir nach dem Patch richtig stark. Sind sie zu stark? Nein, definitiv nicht. Weil, ihr werdet jetzt noch sehen, wir haben schon Spiele gegen Vampire gehabt und da haben die Vampire nicht so gute Chancen gehabt. Aber an sich, ich finde, wie gesagt, der Patch ist ziemlich nice, hat mir am ersten Tag sau viel Spaß gemacht. Und das ist das Vampir-Deck, was wir gespielt haben. Viel Spaß mit den Runden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut da rein und ciao. Selbstschädigungsgängiger. Guck mal, das ist jetzt der Befehl, wenn man den mehrfach einsetzen kann. Das ist der Befehlsbutton, wenn man den mehrfach einsetzen kann. Finde ich relativ cool, dass man sowas direkt sieht. Okay, wir legen eine Eroberer ab. Wir legen, glaube ich, eine natürliche Auslese ab. Regis ist ja okay. Ja. Möchte eigentlich ganz gerne sagen, ich möchte die entfernen. Ja, wir entfernen die. Und wir legen eine Anführerfähigkeit auf Ceres. Damit Regis noch einen extra Punkt kriegt. Hast du noch nicht bekommen, Zulamor? Ich muss mal gucken, ob ich meinen bekommen habe. Ich muss mal gucken, ob ich meinen bekommen habe. Okay, erstmal Nosferatu.
Die Blutung müssen natürlich fließen. Gut, jetzt können wir einen Flatterer ausspielen. Können eine neue Blutung setzen. Flatterer boostet sich direkt um 2 Punkte. Okay. Könnte natürlich die Runde mit dem Unsichtbaren relativ gut machen, weil der Unsichtbare würde sau viele Punkte machen. Ich glaube, das machen wir auch, wobei momentan relativ wenig Blutung drauf sind, aber es geht noch. Why should I help you? Das Tempo ist schon sau nice. Okay, nimmt den Unsichtbaren weg. Das heißt aber, der Flatterer bleibt. Das heißt aber, der Flatterer bleibt. Wie viel setzt die? Die setzt für 3 Runden Blutung. Ah, ich denke mit dem roten Fluch. Zählt jetzt? Das interessiert mich nämlich auch, ob der Flatterer das auch mitzählt. Ja, okay, er zählt es auch mit. Das war nämlich eine Frage, ob das nur während unseres Zuges zählt, aber es steht ja beim Platt dran nicht, ne? Es steht nur, dass der Zähler sich während unseres Zuges aktualisiert. Das heißt also, auch wenn der Gegner mit einem Blutmund Blutung kriegt, zählt das. Das macht ordentlich Punkte. Voll der Konter, der Veteran. Ja, mein Gott. Das war jetzt für Experimente. Stars are all the trophies I need. Also hiermit setzen wir nochmal 3 Blutungen. Your blood smells sweet. Hätte natürlich auch zuerst den benutzen können, aber gut, wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich denke mal, wir geben Burner noch eine Blutung. Wir liegen von den Punkten halt noch relativ gut vorne. Er kriegt auch noch ordentlich Schaden am Ende der Runde. Die Veteranen werden sich nur heilen wieder. Das ist sogar gut für uns, weil jetzt hat er sich schon geheilt. Okay, potenziell kriegen wir hier nochmal 2 Punkte. Und er würde nochmal am Ende der Runde wie viel? 1, 2, 3, 4 verlieren. Das heißt, wenn wir passen, müsste er eigentlich noch eine Karte ausspielen. Und ich denke, das werden wir auch mal tun. Ja, da kommen noch 2 Punkte. Und jetzt verliert er nochmal Punkte. Oh. Der hat die Blutung nicht berechnet. Ich schon. Karte weniger, Kartennachteil. Okay, oh, guck mal, wir haben sogar noch einen Flatterer. Wir bräuchten, Detlef ist super, wir bräuchten eigentlich fast Orianna, aber die Wahrscheinlichkeit, Orianna jetzt aus den ganzen Vampiren zu ziehen, kann auch knifflig werden. Möchte ich einen Alp ablegen, aber sonst haben wir nicht so viele. Ja, doch, komm. Ah, shit, wir ziehen Annelle nochmal nach. Egal, wir werden definitiv pushen. Den hat auch keiner bekommen, anscheinend SFRT. Anscheinend ist der Kartenrücken noch nicht raus. Okay. Ich meine, wir können Flatterer ausspielen, Anführerfähigkeit benutzen. Zack, dann gehen wir mal Burner einfach Blutung schon.
Ich meine, wir haben den Regis für die kurze Runde und der Regis ist verdammt stark schon. Regis ist jetzt schon 16 Punkte, weil er draint ja noch. Oh, die Flaminka. Okay. There is no other way. Frage ist, ob ich nochmal Blutung zufügen möchte. Ich denke ja, die Anführerfähigkeit benutzen wir zum Pushen. Idaran. So, jetzt gib uns Orianna. Ah, Quent ist einfach zu einfach. Quent ist leider einfach zu einfach. Wollen wir hier mal einen Schaden. Ja, wir lassen Regis noch eine Runde ticken. Yet another horn for my collection. Okay, Regis 19 Punkte Finisher. Gabans mehr, damit bittet er sich selber was. Gut, man muss auch sagen, der Pass vom Gegner war halt relativ doof, ne? Okay. Wir sind jetzt mal so gütig und geben ihm auch noch ein halbes Krönchen. Ach ne, Orianna bufft sich noch. Hoppla. Okay, Regis wären 20 Punkte gewesen, weil er hätte 3 Schaden gemacht und hätte sich um 3 verbessert. Das heißt, Regis für 13 Provisionen, 20 Punkte Finisher. Das ist genau das, was Vampire wirklich immer gebraucht haben. Weil so kannst du wirklich zweite Runde ziemlich gut pushen. Erste Runde gewinnen, zweite pushst du dann mit Orianna und dritte hast du dann einfach so einen 20 Punkte Regis als Finisher. Der ist einfach ein besserer Gord. Holy, Vampire sind relativ lustig geworden. Vampire gegen Vampire. Any last words? Dun, 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 dun. Ja, hat schon einen Kristallschädel, ne? Das all ist Sackgesicht. Ich würde sagen, den kontern wir erstmal hardcore erste Runde mit unseren Anel-Eroberern aus. Ja, wir schlingen einen an der Robe ab. Oh, ein Blutgelage. Blutgelage ist ganz nett. Ja, sie haben ein paar Karten genommen. Wie gesagt, das haben sie auch gesagt. Sie wollen erstmal, dass... Sie wollen erstmal, dass gewisse Fraktionen halt nachziehen von den Punkten, wollten aber die Meta nicht so viel nerven. Okay. Und Regis hat sich gebufft. Okay, Flatterer haben wir auch. Den Flatterer haben wir auch, mein Freund. Na, ja, ist egal, der hat trotzdem noch seine Blutung drauf. Frage ist, was wir jetzt machen, ne? Blutroter Fluch wird wahrscheinlich nur vorne gespielt werden. Ich will eigentlich warten, bis vorne noch eine Karte kommt. Jetzt Vampir spielen könnte ganz nice sein. Jill würde jetzt allerdings nur 3 Schaden machen, aber würde keinen Buff kriegen. Wir könnten aber auch sagen, wir benutzen eine Anführerfähigkeit. Und ein Blutgelager.
könnten den läutern halt und ihm 3 Schaden zufügen. Ah, ich glaube, ich möchte eher Jeet spielen. Das ist okay. War jetzt 7 Punkte für 6 Provisionen. Okay, jetzt können wir den blutroten Fluch spielen. Weil jetzt liegt vorne genug. Jetzt muss man tierisch aufpassen wegen den ganzen Blutungen. Jetzt kommt sein blutroter Fluch. Okay, Frage ist, möchte ich Nagelfar benutzen? Nagelfar könnte tatsächlich ziemlich nett sein. Andere Option, wir könnten versuchen, den blutroten Fluch mit dem Anel-Eroberer zu bricken. Natürlich kriegt der Einser, der die Blutung drauf hatte, natürlich jetzt auch die 2 Schaden. Bäh. Im zweiten gar keinen. Okay, ich würde fast sagen, wir benutzen Nagelfar. Oh, der Unsichtbare könnte uns natürlich die Runde holen. Aber dann hätten wir den auch raus. Und der könnte halt vom Flatterer abgefangen werden. Aber ich möchte ihn fast benutzen. Weil der ist saugut jetzt. Dann machen wir das. Machen wir das. Okay. Wenn wir auf Even gewinnen können, ist es natürlich ziemlich gut für uns. Und jetzt werden wir natürlich hier erstmal, wobei, wir müssen jetzt eigentlich einen Vampir ausspielen, aber wir haben gerade nicht so viel Blutung. Weil ansonsten ist der halt jetzt tot. So können wir wenigstens noch, also wir haben den einzigen Vampir, den wir noch haben, ist Protoflatterer. Möchte ich einen Protoflatterer wirklich so opfern? Ansonsten Blutgelager. Ja doch, komm. Wir benutzen Protoflatterer. Dann können wir hier nämlich nochmal eine weitere Blutung setzen. Und der Anziehen tickt. Oh, das ist sexy. Hey, Ruby. Ich glaube, ich weiß auch, warum der Protoflatterer wirklich diesen Zähler hat. Weil es ist definitiv leichter, Blutung zu setzen, ne? Als jetzt vielleicht manchmal mit Regenskellige Regenschaden zu machen. Und so an sich, 17 Punkte sind schon relativ gut für die Karte. Jetzt kommt sein Flatterer, sein zweiter. Wir könnten rein theoretisch passen, er müsste noch eine weitere Karte ausspielen. Er hätte aber auch noch Orianna für die lange Runde. Hat aber beide Flatterer raus, er hätte den Unsichtbaren für die lange Runde. Ich würde wahrscheinlich eher gehen versuchen, dass wir ihn kriegen. Also benutzen wir eine Blutgelage. Läutern ihn, machen 3 Schaden, geben Blutung. Okay. Und jetzt definitiv pushen, weil unser Unsichtbarer ist raus. Dein Unsichtbarer ist allerdings noch da. 22 Punkte Platterer, Alter, wenn du den nicht wegnehmen kannst. Meine Vampire sind immer noch anfällig gegen Zurücksetzen, also wer weiß, vielleicht kommt Hirten wieder. Kann man schon Regis gezogen, das ist super. Deadlove ist super. Noch ein Flatterer gezogen, das ist super. Wir werden definitiv die Runde pushen.
Er hat keinen Flatterer mehr, das ist der Vorteil. Wir haben noch einen Flatterer. Dafür hat er noch den Anziehen. Aber wenn wir in die kurze Runde gehen, ist Anziehen vielleicht gar nicht mehr so gut. Orianna haben wir nicht gezogen, Orianna hat aber auch nicht gezogen. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt eine Menge Konterdecks so. Aber das ist das Schöne, je mehr Decks viable sind, desto mehr Konterdecks gibt es vielleicht auch, die gespielt werden können. Okay. Da ist ein Unsichtbarer. The gate must be secure. Wir gehen voll rein mit der Anführerfähigkeit. Ah, er spielt sogar mit Wild Hunt Eindringling Oberon noch. Gut, das ist nicht so schlimm. Also ja gut, er kann jetzt nochmal zweimal seine Blut umsetzen. Ich denke auch, wir werden die Runde nicht kriegen. Der Unsichtbare ist halt schon eine verdammt starke Karte. Nee, da werden wir definitiv nicht unseren Beaches opfern. Oder? Lohnt es sich, Regis zu opfern? Also wenn er eine schlechte Karte auf der Hand hat, dann könnten wir es rein theoretisch noch schaffen. Weil wir kriegen nochmal 3 Punkte, machen nochmal einen Schaden. Das heißt, wir haben 4 Punkte auf dem Feld. Wenn er nicht Regis hat, wird er wahrscheinlich verloren haben. Wenn er Regis hat, dann hat er auch wahrscheinlich... Okay. Hol auf. Flatterer hat leider keine Blutung mehr bekommen. Das ist seine letzte Karte. Ja, wir hätten mit Regis. Oh, er hat auch einen Regis, aber der reicht doch. Wurde 14? Ne, 17. Reicht auch. Okay. Ja, wir hätten gewinnen können. Wir hätten erst mit Regis die eine Karte mit Blutung angreifen sollen, die mit Deadlock zerstören sollen. Weil ich nicht aufgepasst habe, 50 Chains, darum. Okay, das hätten wir gewinnen können, die Runde. Und jetzt haben wir halt nur noch Kackkarten. Aber wir haben den Last 10. Nosferatu. Es wäre möglich gewesen, Treusamasse. Ja, wie gesagt, das hätten wir machen sollen. Dann hätten wir definitiv gewonnen letzte Runde, weil wir haben ja nur um einen Punkt verloren. Okay. Was ist seine letzte Karte? Die Blutung bringt uns leider nichts mehr. Das ist ein Giel. Damit haben wir gewonnen. Oder? Nee, es ist ein Unentschieden. Weil die Blutungen picken ja nicht mehr. Ah, wir hätten es gewinnen können. Egal. Unentschieden ist trotzdem gut. Wir hätten uns gewinnen können, aber unentschieden ist trotzdem okay für mich. Scheiße. Ja, wir hätten mit Regis den Anziehen 3 Schaden machen können. Ich habe vergessen, der macht 3 Schaden so richtig. Also der draint ja, der nimmt nicht nur 3 Punkte, der macht auch 3 Schaden. Das vergesse ich bei Regis noch. Und dann hätten wir halt den Anziehen mit dem Deadlock kaputt machen können. Und dann hätten wir sogar noch eine höhere Chance gehabt, Blutung zu setzen mit dem Protofl oder mit dem Flatterer. Und wir hätten noch einen weiteren Ikima gespawnt. Also wir hätten es zweite Runde finishen können. Aber gut, ist wie es ist. Manchmal übersieht man ein paar Punkte.